Hi, hier ist Mike. Der folgende Salto lässt sich vergleichsweise schnell und vor allem alleine lernen. Zudem öffnet er dir eine Welt zu vielen weiteren rückwärtigen Tricks. Heute zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ganz sicher den Gainer lernst. Alles, was du hierfür brauchst, ist eine Wiese. Die Voraussetzung dafür ist allerdings der Radschlag und den verlinken wir dir in der Beschreibung. Beginnen wir mit dem J-Step als Anlauf. Je sicherer wir diesen beherrschen, desto einfacher gelingt uns der gesamte Trick, weil alle wichtigen Bewegungen darauf aufbauen. Der J-Step ermöglicht den optimalen Absprung, Bein- sowie Armschwung. Dazu machen wir einen geraden Vorwärtsschritt mit dem Schwungbein und treten danach mit unserem Sprungbein seitlich voran auf. Zeichnen wir diese Schrittform nach, entstünde ein J auf dem Boden. Um den ganzen Bewegungsablauf erstmal zu verstehen, kombinieren wir nun den J-Step mit einem Radschlag. Daher sollten wir den Radschlag sicher beherrschen. Ziel ist es, vor dem Absprung das Schwungbein so hoch wie möglich zu ziehen, um uns die Rückdrehung zu erleichtern. Der Absprung ist natürlich ungeheuer wichtig, aber bevor wir uns wirklich zutrauen, so gut es geht abzuspringen, müssen wir die Bewegung immer und immer wieder durchgehen. Da hilft nichts außer üben. In der letzten Vorübung möchten wir vom J-Step eher in einen schrägen Rückschlag springen. Dazu sollten wir uns sehr gut konzentrieren und den Bewegungsablauf mit voller Energie durchführen. Also maximaler Einsatz. Raskade! Sobald die letzte Vorübung sicher klappt, können wir zum Gainer übergehen. Wer noch etwas unsicher ist, kann sich auch eine Sandfläche suchen, um noch weicher zu landen. Versuche das Schwungbein einfach schräg zur gegenüberliegenden Schulter zu ziehen, um erstmal einen etwas seitlichen Gainer zu springen. Gutes Gelingen! Jawohl. So ist es. Ja, so ist es.